Der Tag beginnt, Fitnessfreunde, mit Musik am Laptop, Festivalmusik. Einmal Haferflocken mit Datteln und so. Einmal die besten Pancakes der Welt, die kennt ihr ja schon. Einmal das kalorienreichste Frühstück der Welt. Und einer Fußmassage. Ich habe mir jetzt gerade hier eine neue Kamerahalterung ausgedacht. Eigentlich ist das für mein Handy, hier so ein Handyhalter. Hatte ich ja mal erzählt, dass ich von der Polizei erwischt wurde, wie ich mit Handy gedaddelt habe. Und da habe ich mir so eine Handyhalterung gekauft und so als Undercover-Tipp vom Polizisten, der meinte, ja, dann kannst du trotzdem am Handy sein. Man darf es halt nur nicht in der Hand haben. Ja, ich trainiere heute Rücken alleine und habe mein Pre-Workout dabei. Habt ihr ja letztens schon gesehen. Arginin, Citrullin und Kreatin. Ich bin top motiviert. Die Kraft kommt wieder, ja, Verletzung geht weg. Und ja, Training läuft echt wieder gut. Form ist nicht optimal, aber ich weiß ja, was in mir steckt. Ja, ich weiß, ich habe meine Aufnahmen. Das ist das Geile, wenn man YouTube macht. Nicht nur für die Zuschauer, um die zu motivieren, sondern auch für sich. Dann kannst du rückblicken, was du schon mal geschafft hast, wo du hin möchtest, wie deine Entwicklung war. Und dann weißt du, okay, das kann ich schaffen, ja, das habe ich geschafft. Es bringt nichts, auf andere zu schauen, weil der einzige Konkurrent, den ihr habt, seid ihr selber. Ja, ihr wollt besser werden, als ihr früher wart. Ihr wollt nicht besser werden als andere, ihr wollt nicht besser aussehen als andere, weil das macht ja keinen Sinn, weil ihr habt ja einen anderen Körper, andere Genetik, ihr wisst nicht, ob die anderen Stoffen oder nicht, deswegen, also ich finde, es macht schon Sinn, Vorbilder zu haben, aber so körperliche Vorbilder macht nicht so viel Sinn, weil man so eh nicht aussehen kann, also zumindest nicht so vom Körperbau her, von der Muskelmasse her, weiß man ja nicht. Kann man nicht sagen. Deswegen, du kannst halt nur aussehen, wie du in deiner Topform ausgesehen hast. Oder noch besser. Und jetzt ist die Form zwar schlechter und das weiß ich, das sehe ich ein, aber das Ziel ist es ja nicht, sich runterziehen zu lassen. Oh, ich sehe ja schlechter aus als vorher. Was mache ich nur? Und ich habe keinen Bock mehr auf Training. Dann hören die meisten auf. Lasst euch davon nicht runterziehen, lasst euch davon nicht demotivieren. Im Gegenteil, lasst euch davon motivieren. So, aha, ich bin zwar schlechter, aber ich weiß, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich besser aussehen kann, dass ich stärker sein kann, als dass ich das jetzt bin. Und deshalb gebe ich jetzt nochmal 120%, um mich zu verbessern. So will ich wieder aussehen. Nein, ich will noch besser aussehen. Ich will noch besser aussehen, als ich schon mal ausgesehen habe. Ich will meine Topform erreichen. Egal, was andere sagen. Ich gehe trainieren. Ja, ich verbessere noch mal ein bisschen meine Ernährung. Da gibt es bei mir sehr viel Verbesserungspotenzial. Weniger Cheats seht ihr jetzt bei mir aktuell. Viele schreiben auch, Oskar, mach mal wieder Cheat Day, Digga. Was ist los bei dir? Das waren deine besten Videos mit den meisten Aufrufen. Ist auch so. Aber ich kann nicht nur, weil Leute das gerne anschauen, jede Woche ein Cheat Day machen, wo ich mich wegballer. Also ich habe da wirklich bis zum Kotzen gegessen. Das war nur für Unterhaltung. Das macht gar keinen Sinn und das ist gesundheitlicher Schwachsinn. Viele haben sich auch gewundert, ja, bei der Defi cheatest du so viel und beim Aufbau machst du alles zu Hause und sauber und ordentlich. Ja klar, weil man im Aufbau nicht so das Verlangen hat nach Cheats, weil man ständig im Energieüberschuss ist und der Körper entwickelt einfach keinen Appetit, weil er genug Energie hat für alles, was er braucht. Deswegen habe ich gar keine Lust jetzt auf Cheats, sondern ich ernähre mich hauptsächlich sauber, habe meine Supplementierung auch angepasst, habe mein Training angepasst und es läuft alles. Zum Mittagessen gibt es Süßkartoffelpommes aus dem Backofen und einfach Kidneybohnen mit Zwiebeln. Ich esse das dann mit Sour Cream, also die dippe ich da rein, oder mit Ketchup oder mit beidem. Und ich habe das gerade probiert, ich sage euch, das schmeckt krank lecker. Also wirklich, ich habe die mit Kokosfett vorher ein bisschen Kokosfett geschmolzen, darin mariniert mit Salz und Paprika und schön in den Ofen bei großer Hitze
dass sie nicht zu schwarz werden, so wie hier zum Beispiel, das kann ich jetzt nicht essen, sondern so schön. Man versucht ja immer Süßkartoffelpommes knusprig zu machen, aber das ist schwierig. Bei normalen Pommes geht es besser, aber so bei Süßkartoffeln, die sind halt weich. Also haben nicht so die Konsistenz wie Pommes, weil sie halt labberig sind. Wie man sie am besten hinkriegt, ist natürlich in der Fritteuse. Aber trotzdem, vom Geschmack her, jetzt mit den beiden Dips oder in Kombination damit, unnormal lecker. Nele wird jetzt ein Kochvideo machen für ihren Channel und sie kocht damit, weil sie halt ihr Gewicht halten möchte. Das sind kalorienfreie Spaghetti von MyProtein. Und ich krieg mein Essen damit. Das sind rote Linsennudeln und ich will die mal ausprobieren. Wir machen hier so eine Scampi-Pfanne und zwar das Geile an den Nudeln ist, sie haben 23 Gramm Protein und kein Gluten. Also wirklich, das sind reine rote Linsen. Nur halt als Nudeln und ich bin mal gespannt. Akku ist gleich leer, ich hoffe, ich schaffe das noch. Also die rote Linsennudeln von 5 Mills. Geschmack gut, so wie Nudeln eigentlich. Kaum ein Unterschied. Konsistenz ein bisschen schlechter, ein bisschen klebriger. Muss man schnell essen, darf man nicht abkühlen lassen, sonst kleben sie zusammen. Macros besser als bei Nudeln und kann man gut essen. Eine Empfehlung von mir. Guckt euch diesen wunderschönen Pancake-Turm an. Der schiefe Turm von Pancake. Der schiefe Turm von Nele J. Was hattest du noch? Trackst du für mich? Mhm. Die sind so saftig, die sind überhaupt nicht trocken. Und ich kann die einfach so essen. Richtig heftig. Und gute Macros. Wenn ihr das Rezept sehen wollt, dann schreibt es in die Comments. Schickt mal echt Ideen, so was kann ich benutzen für meine Videos? Seid ihr Produzenten oder seid ihr bei SoundCloud oder kennt ihr irgendwie copyright-freie Songs? Hier zum Beispiel von DJ CLR Wasp. Und das ist halt ein EDM-Song. Der wollte meine Meinung dazu hören. Also hört sich echt gut an. Ja, ist nicht schlecht. Also könnte man auf jeden Fall benutzen finden. Für ein Video.